So, wir versuchen Sie zu aufmuntern, ein bisschen stimulieren, motivieren und interessieren für die Fach Homöopathie. Im Prinzip, es ist ein Fach. Es ist nicht jede Mensch Sache, Homöopathie zu praktizieren. Aber Homöopathie zu verstehen, ist jede Mensch Sache. Das versteht man, wenn Sie ein nächstes Mal Kügelchen bekommen. Sie wissen ja, was tut es, was bedeutet es. Ist es so einfach, diese süße, harmlose Kügelchen so harmlos aussehen? Es ist eine Wissenschaft, von Wissenschaftlern entwickelt, sehr ernst und auch sehr ernst zu nehmen ist. Mein Thema heute, weil ich nur 3/4 Stunde habe, muss ich begrenzen ein bisschen. Über das habe ich auch ein Buch geschrieben, Kindertypen, wissen Sie. Dann kann man stundenlang studieren und weiter blättern. Thema ist Sulfur. Sulfur, Schwefel als Mittel in Homöopathie ist ein von den großen Mitteln. Mein Lehrer sagte, Dr. Baker Bose, wenn du fehlschreibst, einmal Fehler macht in Praxis und hast du falsch geschrieben und mit Fehler hast du Sulfur geschrieben, es ist kein großer Fehler. Haben Sie verstanden damit? Begriff, wie breitspektrum Arznei diese Sulfur ist. Sulfur ist ein wunderbares Mittel bei autistischen Kindern, bei Down-Syndrom-Kinder, mit die behinderten Kinder oder ADS-Kinder. Und Schaden von Ritalin. Wir haben Kinder, sie waren jahrelang unter Ritalin und die Persönlichkeit ist geschadet. Sie landen bei uns und wir fangen oft an mit einer Gabe Sulfur als Basismittel, als Antidot zu alle Arzneien, die Therapien. Haben Sie verstanden? So die Bodenvorbereitung, bevor wir einsteigen in sogenannte Konstitutionsmittel. Sulfur ist eine fantastische Terrainvorbereitungsmittel. So Sulfur, wenn man studiert, zuerst muss man sagen, eine überempfindliche Typ. Überaufgeregte Typ, nervöse Typ, zittrige Typ, aber von Charakter her sehr positiv, positiv eingestellt. Für ihn alltägliche Verluste, alltägliche Versagen, das sind Kleinigkeiten. Das nimmt er locker, sagt er, ja. Links, machen wir wieder. Machen wir weiter. Die sogenannte Selbstsicherheit, Sicherheit. Als Kind hat man die Sicherheit, wie äußert ein Kind die Sicherheit? Mit Sturheit. Mit Sulfur. Wenn Sie so gehen, dann haben Sie selber Beule. Sie schlagen Ihren Kopf und haben Sie einen Bluterguss. Es hilft nicht. Muss man ihm ein bisschen loben. Wow, du bist stark. Hä? Sulfur. Expandiert noch weiter. Wow. Ich höre Kompliment. Kompliment hören, Kompliment geben. Kompliment geben ist gut, okay. Es kann auch eine Manipulation sein. Aber Kompliment, das so gut tun, wie Flieder riecht inne, das ist eine Schwäche. Sulfur hört gern sehr viel Kompliment. Sulfur ist
stark, hartnäckig, dickkopfig, aber irgendwo freundlich. Qualitäten gibt Gott auch. Warmherzig. Aber er kalkuliert immer wieder, er ist nicht blöd, er kalkuliert immer wieder, wenn er 5 Fränkli gibt, was kriegt er dafür? Ungeduldig. Geduld fehlt bei diesen Leuten. Sie können gar nicht warten. Impulsiv. Sehr impulsiv. Entscheidungen treffen, impulsartig, ohne zu überlegen. Extremist. Fasten ist gut, zum Beispiel. 12 Uhr. Fastet für 3 Wochen, bis er fast todkrank wird. Denn liest er irgendwo, essen Rüebli sehr gut. Karotten sind sehr gut für Gesundheit. Dann kauft er sich 40 Kilo Karotten. Diese extreme Neigung ist Sulfur sehr bekannt. Ich habe beides gesehen bei Sulfur, nicht trinken. Durst, nicht trinken. Aber denn wenn er trinkt, trinkt er 10 Gläser hintereinander. Dann hört er nicht auf. Trinkt er direkt von Hanne. So, beide komische Extreme trifft er immer wieder. Rötung, Hitze und Unruhe. 3 Merkmale bei Sulfur. Rötung. Kopf ist rot, Augen rot, lichtempfindlich, kann in die Sonne gar nicht anschauen. Draußen in die Sonne, Sonnenallergie, rot. Tomatenrot wird er, rot. Kinder mit Windelausschlag, Fudi ist ganz offen, rot. Denn Mutter riebt Zinksalbe darauf und ist schnell verheilt. Aber die Folge davon später, wie Sie Vortrag gehört haben heute Morgen, Folge, dass dieses Kind hat in Epilepsie entwickelt zum Beispiel oder irgendeine Asthma entwickelt. Nach den Mittel kommt wieder die Ausschläge zurück. Sulfur ist das Mittel, das macht diese Dinge rückgängig zurück zu den Haut. Alles, was am Haut kommt nach den homöopathischen Mitteln, ist ein Gottesgeschenk und wir feiern. Deshalb, Patientin hat gelacht heute, wenn sie angerufen hat zu Herr Studer, dann sagte er, super Wirkung. Super Wirkung, weil es kam auf dem Haut.